Ich brauch dich heute Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Sie wissen, was hier abgeht und ich hab es nicht gecheckt. Ich dachte, es du mit einem Vampir das Bett. Das ist sie, das sieht doch, überhaupt nicht nach Simlish aus. Nee, eher so nach Sigabliatisch. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Sprachen bei den Sim. Ja. Was läuft hier? Warum ist hier so krass? Oh. Feuerwerk! Ui, wir Buffy wohnen ist voll, die... voll im coolen Viertel. Spandau, Junge! Wir haben so oft Feuerwerk hier. Ja, Feuerwerk und Böllerkrieg. Böllerkrieg. Ja, die Böllerkriege. Oh. Ja, wir gehen dann mal wieder nach da oben. Also wir leben zwar mit dem Tod zusammen, aber unter der Erde müssen wir deshalb nicht sein. Herzlich willkommen zurück zu Sims 4, dem fantastischsten Sims 4 Format. Ich habe das Format gar nicht gesagt. Not a Vampire. Dem fantastischen Sims 4 Format auf YouTube und Co. Mit dem Tod plaudern. Ich find's so gut, dass er halt jetzt einfach dann der Tod kommt. Die gehen jetzt erstmal schlafen. Oh mein Gott, sie wollte schlafen, aber er ging rein und dann ist sie nicht mehr reingegangen, weil sie dachte, geht jetzt nicht mehr schlafen und schläft deshalb auf dem Sofa. Er geht sich entspannen. Alles gut. Sie legt sich jetzt hier auf die Bank. Geht doch zusammen ins Zelt. Geht schon wieder richtig gut los. Was wir machen müssen, wir müssen dem Tod erstmal ein bisschen Urlaub geben, weil der hat jetzt, ist neu eingezogen, er hat jetzt seine neue Flamme. Ja. Und der braucht mal ein bisschen Urlaub. Ja, die Leute sollen halt dann einfach ein bisschen rumliegen. Hallo, EA. Brauch Urlaub. Wir müssen ihm all seine Traits wegnehmen. Weg damit. Und dann müssen wir, ich glaube, das kann ich aber auch hier drüber machen. Cheat. Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Warte. Testing Cheat 2. Wir cheaten jetzt, meine Damen und Herren. Es wird richtig cheat-tastisch. So, und jetzt müssen wir ihn in warte, Cast Full Edit Mode packen und jetzt ihm seine Traits wiedergeben. Aber diesmal halt nicht den Sensenmann-Trait. Nein. Der Grim Reaper-Trait. Er hat jetzt Urlaub. Ne? Mephisto Schauder. Hat ja einer vorgeschlagen. Aber wir hatten das war der Name aus Sims 3. Ja, yeah, Tod von Ripper. Genau, jetzt müssen wir ihm hier nur die Merkmale wieder passend dazugeben. Er ist ja der Tod, er könnte auch jedes Mal andere Merkmale haben. Hat er jedes Mal einen anderen Charakter, wenn er Urlaub macht? Ja. Finde ich irgendwie ganz lustig. Weil er müsste dann aber auch jedes Mal einen anderen Körper kriegen und Gesicht und alles. Weil er nimmt dann quasi den Körper eines Lebenden, damit er Urlaub machen kann, weißt du? Die Idee finde ich richtig cool. Ja, okay, sein... Oh, es wird Zeit für Urlaub. Du hast noch mal Glück, du hast 20 Tage jetzt mit mir zu tun. Kurze Arme, Bubis. Oh mein Gott, das wäre so witzig, wenn er dann zwischendrin einfach auch mal eine Frau wird. Oder ein Helikopter. Ich würde sagen, aber immer die dunkle Haut, damit er dann halt, ne, das finde ich super gut. Okay. Oder immer den Bart. Der Typ ist ein fröhlicher Typ gewesen, den er da besessen hat. Das ist ein Party-Dude, oder? Vielleicht auch ein bisschen unberechenbar. Okay. Deswegen ist der auch tot. Kann passieren. Und ist halt so unberechenbar mega gestorben. Der Insider, der war immer in Clubs und sowas und war halt, wie gesagt, so ein bisschen... Okay. Buffy braucht jetzt, sie ist ja jetzt nicht mehr im Dschungel, sie braucht jetzt erstmal ein anderes, normales Tagesoutfit. Weil sie ist ja jetzt nicht mehr im Dschungel. Okay. Spiel, überrasch uns doch mal. Ich will nur Kleidung. Gibt es irgendein Outfit, wo sie nicht aussieht, als hätte sie ein 3-Meter-Becken? Sie hat halt ein 3-Meter-Becken. Stimmt. What the fuck? Oh. Oh mein Gott. Es wird halt nicht besser. Es wird halt mit nichts. LOL. What? Oh nein.
Nein. Wieso? Von wem? Wer hat denn... Auf was hat sie sich denn gesetzt, dass sie so ein Becken gekriegt hat? Sie, wir kaufen ihr jetzt auf jeden Fall ein Sportgerät und schicken die einfach erstmal laufen, weil aber ich ist will das wissen, ihr... was passiert. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob das fett ist. Du hattest auch so krasse Hüften als dein Sim. Entschuldige, es geht hier nicht um mich. Ach so, mein Sim, okay. Du hast auch breite Hüften. Entschuldige, es geht hier nicht um mich. Ich habe mir festgestellt, als wir Franz eine Hose kaufen wollten. Du hast mach jetzt nicht mehr mit. Aber wieso? Die sind voll gut. Diese Kerle, die mal aussehen wie so ein Stock, weil die keine Hüften haben, finde ich komisch. Breite Hüften sind gut. Und gebärfreudiges Becken war ja auch für Buffy durchaus vorteilhaft. Und für mich, weil ich musste ja Buffy und Benjamin rausbrechen. Richtig. Wo auch immer die rein und rausgekommen sind. So, ich stelle mir das vor, dass die machen da so Sport. Die muss draußen auf der Terrasse Sport machen, oder? Auch, ja. Das kann man immer so hinstellen, wo es gerade gut ist. Wenn es denn später Seasons gibt und schlechtes Wetter, ist das nämlich nicht mehr so einfach. Ich weiß, aber dazu muss das Add-on erstmal rauskommen. Schade. Wäre lustig, wenn du einen Basketballkorb dahin hängst. Und zwar Drinboxen, mit, also mit dem Korb entgegengesetzt der Reling. Und dann wirfst du immer vorbei. Brauchen wieder mehr Basketball! Und unten hast du nur Autocrashs und... Phew. Oh mein Gott, Holger, ruf doch jemand einen Krankenwagen! Und der Tod so... Oh. Ende für meinen Urlaub. Wupp. Lol, ich hab die hat da unten gerade Sit-Ups gemacht und ich habe schnell vorgespult. Das war voll... Oh, guck mal, da bin ja ich! Was, mit wem triffst du dich da? Mit dem schwulen Brent Hacking. Der ist schwul, der hat einen Freund, der heißt auch Brand Hacking. Und die haben Kinder und einen Hund. Und wer ist das? Das ist Eduardo Vega. Der klingt nicht schwul. Das ist ein Tourist. Ach so. Okay, Emanzipationsattacken. Die Klamotten sind alle schon sehr gewagt. Doch, doch. Er läuft halt einfach durchs Bild. Oh, pass mal auf. Und ihr ist gerade irgendwie Geld aus der Momo gefallen. Ich hab keine Ahnung, was sie abgeht. Okay, dann ist sie eine Stripperin. Das könnte ja sein. Okay, ich spule mal ein bisschen vor, damit Buffy fit genug ist, mein dass wir Kopf, sie aus... Mein Kopf, Kino. Oi. Oi. So, naja, wegen... wenn du so eine ganze Rolle und dann mal so... Reden wir nicht mehr darüber, schicken wir Buffy auf das Laufrad. Oh, wie sie gelaufen ist. Ui. Nee, bei mir war es eher so... Wir brauchen einen Wäschekorb. Wie? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, wirklich nicht, Franz. Wirklich, es tut mir leid. Nein. Du musst das jetzt für dich behalten. Nein, das geht nicht. Doch. Du kannst es ja twittern. Ich will nur eine Frage stellen. Nein. Wie? Nein, Franz. Okay, laufen! Richtig, oh. Buffy, los, du schaffst das schon. Go, go, Power Rangers! Man oh, sieht, mit Steigung und allem drum und dran. Man sieht förmlich, wie ihr Kilo von der Hüfte fällt. Nee, das ist Wasser. Das ist alles Wasser. Hat sie Wasseranlagerungen gehabt, oder was? Ja, ich glaube auch, weil guck dir den Schweiß, der da fließt, ja schon nicht mehr normal hoch. Verschwinde tot! So viel Scheiße. Geil. Boah, wir haben einen ordentlichen Mann, ey. Voll gut. Er geht jetzt erstmal weg. Sie schläft in dem Bett. Sie hat sich nicht mal geduscht. Ja, voll. Aber Hygiene ist noch weit oben. Also. Weißt du, wie lange die auf dem Laufband war? Da ist mir scheißegal, wie sie sich hygienetechnisch fühlt. Die soll duschen gehen. So, der Tod legt sich jetzt daneben. Der kennt den Geruch. Wir müssen warte, automatische Lichter alle, sonst schlafen die ganze Nacht im Licht und das kostet total viel Geld. Ja, kenn ich irgendwo hier. Laufen. Tod ist ein fröhlicher Sim, fröhliche Sim und häufiger glücklich. Gut, dass ich den absorbiert habe. Was ist wie Cell bei... Die Katzewitz-Familie ist in Jasmin Studios 2B eingezogen. Okay. Warum zieht ihr aus eurem geilen Haus aus? Warum zieht jetzt lauter Sim aus? Hört doch mal auf damit. Ich habe ausgestaltet, dass das gehen soll. Du Kacke. Schade. Wir haben auch noch gar keinen PC hier, oder? Nee, wir haben auch noch gar keinen Job. Gemacht.
Ja, wir müssen ihr jetzt den Job dann unbedingt besorgen. Oh, sie muss mal dringend Kacka. Ja, Karriere. Erstmal Kacka machen? Nee, sie kann ja auf dem Klo. Zeitung durchlesen oder auf dem Handy so. Ach ja, was sagt denn hier Stepstone und so? Hm. Ach, guck mal, ich könnte mal Kunstkuratorin werden. Der Tod macht halt jetzt nichts. Der hat Urlaub erstmal, wie gesagt, Urlaub. Ein bisschen. Nö, ein bisschen Body machen. Der schmarotzt. Der will immer ins Zelt gehen und da entspannen. Du kannst mal Getränke... Du gehst jetzt mal Getränke mixen üben, weil der will sich immer weiterbilden dann. Ja, natürlich. Der will immer vorankommen, der will sich dann immer weiterbilden und so. Der will zum perfektesten Lebewesen werden. Kennt der dann so ein paar... Ja, genau, die Leute. Mehr war das ja nicht. Hauptsache, er ist mit Sweeney froh. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass der Toad Leute kennenlernt. Die, so richtig, so mehr auf zwischenmenschlicher Basis. Die er dann quasi nicht als Klienten hat. Ja, korrekt. Das sind keine Arbeitsbeziehungen. Ja, genau, ja. Sondern richtig... Und ja auch mal Zeit, ne? So, also Pupi, Kacka, kalt, alles Kacke, alles Mist. Sie muss aufs Klo, sie hat Hunger, sie hat Muskelkater. Dann muss sie jetzt durch. Hopp, 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 auf geht's. Oh, ich freue mich so, wenn wir ausfiltern, wie er heißen wird. Oh, Junge. Die Folge ist nämlich noch nicht gelaufen. Ich finde es einfach nur so, hallo, könnt ihr mich mal umdrehen? Wie hieß denn die Schnecke? Haben wir deren Namen gegeben? Ich glaube nicht. Aber wir haben sie mal Gary genannt. Weil stimmt, ja. Gary. So, kakalakak. Dann wäre das ja Perla. Nee, aber es ist ja was anderes. Es ist ja keine Schnecke, ne? Nee, Perla war das Walfischmädchen. Och. Und die Tochter von Mr. Krabs. Nein, du gehst normal kochen. Willkommen im Juni, wo Isabel Weihnachtslieder als Basis für alles nimmt. Tortillas mit Soße, Partygröße. Wenn die schlecht werden, dann musst du die ganze Woche lang davon essen. Verkackt. Wird sie dann auf jeden Fall. Aber das Outfit geht echt. Das ist so in Ordnung. Also jetzt für die Hüften und all das. Au, Alter, wie sie da auch. Alter, ist der Finger ab. Ey, Puffy. Zum Glück wachsen die nach. Ja, Kinder, na. Finger wachsen nicht nach. Nee, nur ein Sim ist das halt einfach. Boah, Toad hat Rezept Rabatz und Orangenade mit Pfiff gelernt. Da kannst du dem einen coolen neuen Hinter-dem-Rücken-Trick gelernt und kann jetzt mit anderen über die Zubereitung von Getränken reden. Cooler Typ. Toll. Yes. Oh, der muss jetzt auch das erste Mal aufs Klo. Bongos. Muss den sprechen. Bongos. Jetzt muss er mal kacken. Nicht ans Handy gehen. Kakalakak machen. So, noch ein bisschen rühren. Rambazamba. Ui. Level 3 der Kochfähigkeit. Und ist das ausgezeichnete Qualität? Oh, die sehen halt auch Soße. Echt lecker aus. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Appetit. Dankeschön dafür, liebe Isa. Und wie das glitzert. Boah, jetzt Tortillas mit Soße. No, Buffy ist glücklich. Wir haben Buffy sehr gut hingekriegt. Ich bin sehr unglücklich, denn ich habe keine ausgezeichneten Tortillas mit Soße. Du hattest einen Döner-Dings vegan mit Kraut, ohne Kraut. Du hast eigentlich ohne alles so mit Soße und Salat gehabt, ne? Und Käse. Ich hatte vegetarisch mit Käse, ja. Nennt man so. Aber ich könnte auch vegan mit Soße ohne alles.